Wie kann man sich die Situation jetzt in Heiligenblut vorstellen? Die Ortschaft ist komplett abgeriegelt. Wie gehen die Bewohner mit dieser Situation um? Nun, Heiligenblut kann man ungefähr vergleichen mit diesen Orten, die bereits unter Quarantäne gestellt worden sind, Ischgl und St. Anton. Wesentlich kleiner zwar, aber im Grunde genommen ein Wintersportort. Und aufgrund der Tatsache, dass es dort bereits Verdachtsfälle gegeben hat, die sich wesentlich vermehrt haben, heute Nacht musste dieser Ort seit heute früh ca. 6 Uhr unter Quarantäne gestellt werden. Nun, die Bevölkerung geht mit dem relativ verantwortungsbewusst um, möchte ich sagen. Auswärtige Gäste können ja mit diesem Einreiseformular ausreisen, wenn sie sich unverzüglich in ihre Heimatorte in Quarantäne begeben. Die Einheimischen dürfen den Ort nicht verlassen. Ausgenommen sind natürlich Krankentransporte, dringende ärztliche Besuche, dann für Zulieferung, Lebensmitteltransport, Feuerwehrrettung etc. Ansonsten geht das normale Dorfleben weiter. So wie überall in ganz Österreich wird ja heruntergefahren, auch die sozialen Kontakte, und das sollte auch in Heiligenblut so sein. Und ansonsten muss man diese 14 Tage, für die die Quarantäne ausgesprochen worden ist, bis 29. März eben durchstehen. Und es dient ja diese ganze Maßnahme der Eindämmung dieses Virus, der Ansteckungsgefahr soll ja damit gemildert werden. Und daher ist es eine Maßnahme zum Schutz der Bevölkerung und nicht gegen die Bevölkerung. Herr Dr. Brandner, völlig überrascht von der Quarantänemaßnahme in Heiligenblut hat sich der Bürgermeister Josef Schachner gezeigt. Was genau hat sich da in den letzten Stunden abgespielt? Nun, der Herr Bürgermeister ist früh morgens informiert worden. Natürlich von den Ereignissen in der Nacht konnte er nichts wissen. Die haben wir ja selber nicht gewusst. Wir sind erst in der Früh informiert worden, dass im Laufe der Nacht mehrere Personen mit Symptomen sich gemeldet haben. Und daher war diese Maßnahme, die Quarantänestellung dieser Ortschaft Heiligenblut oder der gesamten Gemeinde nach Absprache mit der Landessanitätsdirektion dringend wegen Gefahrenverzug erforderlich, um eben eine weitere Ausbreitung dieses Virus in den Nachbargemeinden zu verhindern. Sie haben es gerade angesprochen, Herr Bezirkshauptmann, die Nachbargemeinden. Wie sieht es da aktuell aus? Wie hoch ist hier die Infektion? Könnte es ja auch zu einer Quarantäne kommen? Im Augenblick gehen wir davon nicht aus. Aber wenn theoretisch schon Ansteckungen passiert sind in den letzten Tagen, wo ja niemand etwas noch gewusst hat, dass er Symptome hat, die Inkubationszeit sind ja circa 14 Tage, dann könnte es theoretisch zu so etwas kommen, aber derzeit ist davon nicht auszugehen.